hier auf meinem Kanal mit meinem Bruder, ganz special guest. Der wird aber jetzt nicht hier vor der Kamera sein, sondern ja, weil er ist halt noch ziemlich jung und der soll halt nicht gezeigt werden, deswegen. Weil sonst würde ich von meinen Eltern Riesenärger bekommen. Aber ihr könnt seine Stimme hören. Ja, und ja, worum sich das Video dreht, habt ihr wahrscheinlich schon nicht im Titel oben gesehen. Und zwar war ich bei New Yorker und bei Deichmann. Und die Sachen werde ich jetzt euch zeigen. Und mein Bruder, also ich werde die Sachen anziehen, dann wird mein Bruder die von 1 bis 6, also 1 ist das Beste und 6 ist das Schlechteste, also nach Schulnoten benoten. Und die Sachen sind auch für Mallorca übrigens. Und genau, die ganzen Sachen könnte ich einfach so mitnehmen und in den Koffer packen und mit nach Mallorca nehmen. Gefühlt, ja. Deswegen würde ich sagen, laber ich nicht lange rum. Und mein Bruder, nicht wundern, falls ihr was hört, aber wir spielen ich nebenbei Nintendo. Nebenbei Nintendo. Ja. Und ja, und ich habe hier auch die Softbox hingemacht, damit ihr besseres Licht habt. Alles nur für euch. Und ja, folgt mir auch auf Instagram übrigens und auch meinem Bruder, aber dazu am Ende des Videos. Auf jeden Fall viel Spaß beim Video und let's go! Leute, das ist es. Ja, toll. Die chinesische Ding finde ich richtig schön eigentlich. Ja, also natürlich ziehe ich dann auch noch im Urlaub eine Radlerhose an oder so, weil ich habe jetzt nichts drunter, deswegen ja, kann ich das jetzt nicht hochziehen oder so. Aber das ist das erste Oberteil, Leute. Ich zeige es euch erstmal. Und zwar hat das so einen grünen. Ich finde dieses chinesisch. Diesen chinesischen Style, der ist irgendwie voll cool. Ja, welche Note gibst du hierfür? Das ist halt so ein Kleid. Die und ich habe es in Größe L genommen, damit es extra Note, so overspaced ist. Ja, das finde ich richtig gut. Aber eben, das Ding ist, das ist nur sein Drachen. Das wäre cooler, wenn sie so den Drachen so gemacht hätten an den Seiten und dann in der Mitte so chinesische Zeichen. Deswegen ja, aber welche Note gibst du? Eine 3. Ja. Okay, das ist das erste. Nee, nur zwei. Kommentiert mal, Leute, was ihr mir für eine Note hierfür geben würdet. Also für das erste. Ich würde 2,5 geben. 2,5. Okay, 2,5. Nächstes Outfit. So, Leute, das ist das nächste, nächste Outfit. Darf ich jetzt gucken? Ja. Der Look ist ganz nice. Aber die schwarz, weiß und so. Finde ich irgendwie nicht so cool. Nicht so modern irgendwie. Die Streifen? Und es hat auch noch Taschen. Ja, diese Streifen und dieses schwarze Oberteil. Das gefällt mir nicht so. Doch, das passt aber nicht zu den schwarzen Streifen. Ja, aber trotzdem, das passt. Ich finde es schön. Aber ich find, das passt. Der Look eben, der ist eben nicht so gut. Ein komplett schwarzes T-Shirt mit so weiß-schwarz irgendwie. Okay, welche Note? 3,5. Okay, und ja, nächstes Outfit. So, das ist das nächste. Das ist so cool. Darf ich jetzt gucken? Warte. Ja. Das ist wirklich nice. Das ist so eine Kette. Das ist so chinesische Style. So richtig chinesisch. Ja, und den Gürtel kann man übrigens auch abmachen, also nur so tragen. So, ja. Geben wir eine 3. Perfekt für Mallorca. So, das ist das letzte Outfit. Und ich habe dann auch ein Bikini und dann noch so, was man einfach drüber am Strand anzieht. Einfach wieder ein Tunika. Aber das, ich werde den Bikini nicht anziehen. Deswegen, ja, zeige ich ihn einfach vor der Kamera. Und das ist das nächste Outfit. Jan, kannst gucken. Wow, toll. Und, welche Note? Findest du das? Das ist irgendwie so richtig nicer. Das ist so nicer. Ja, das ist wie so eine Leinenhose. Finde ich mal schön. Und dann noch dieses Leo-Muster. Das finde ich nicht. Ja, das ist ein Body. Das verdient 1,5. Ja, so sieht das aus. Also 1,5. Eine halbe 2. Aber es gibt keine halbe. 1,5 machen wir. Okay, lass uns gelten. Wir machen 1 minus. Okay. Was meint ihr, Leute? Ich finde das voll schön. Also das ist mein Favorite. Ich liebe das. Gerade mit diesem Body, Leo Body Print Oberteil.
Ja, also ich glaube, das werde ich öfters im Urlaub anziehen. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt kurz die anderen Sachen. So, und zwar habe ich einmal ein Bikini hier ausgesucht. Und zwar ist das hier einmal das Oberteil. Ich finde das so schön und zum Glück hatten sie den noch. Und zwar ist das in der Größe S. Das ist wie so ein Bralette-Teil. Und das hat halt hier so, so eine Aussparung, würde ich sagen. Und das ist einmal das Unterteil und das spiegelt sich jetzt hier ein bisschen. Sorry, aber geht leider nicht anders. Ja, warte, ich mache das so. Also das ist halt komplett schwarz. Und das hat halt hier solche goldenen Details auch. Finde ich voll schön. Ich habe schon hier gemacht. Also da, mein Po ist. Ja, auf jeden Fall sieht das so aus. Und ich finde diesen Bikini so schön. Ne? Also es gab auch andere, so mit Khaki-Farben, aber ich habe mich für schwarz halt entschieden. Und ich kann euch empfehlen, zu New Yorker zu gehen, weil die Sachen dort wirklich sehr nice sind. Und auch gar nicht so teuer. Und gefühlt in jedem Laden war es Sale. Deswegen ja. Und ich war auch bei H&M, aber weil ich wollte halt so ein Hemd gucken, so ein weißes, das man einfach so am Stand anziehen kann. Aber ich habe leider keins gefunden, was so meinen Vorstellungen entsprach oder was mir so gefallen hat. Ja, und das ist so eine Tunika halt, was man einfach so drüber anziehen kann. Am Pool oder am Strand oder so, wenn man sich sonnt oder so. Sich halt irgendwie aufpassen muss, dass man sich nicht verbrennt, kann man das halt so anziehen. Und das hat halt hier solche Details. Also hier solche goldenen, kann man das sehen. Hier, finde ich voll schön. Ja, ist einfach so ein ganz normales Tunika-Dings. Habe ich einmal die hier geholt. Natürlich habe ich auch einen anderen. So. Und zwar sind das hier die Schuhe. Und das ist Größe 36, falls ihr mich fragt. Und bei Deichmann war auch gefühlt alles reduziert. Es gab, glaube ich, minus 30% hier drauf. Habe ich einmal noch diese hier. Natürlich habe ich auch noch einen zweiten Paar, aber den werde ich jetzt nicht rausholen, weil ich zu faul bin. Ja, auf jeden Fall hat er hier so ein goldenes Detail. Und ist halt so cremeweiß. Und ich finde das voll schön, das würde sogar jetzt hier zu passen. Und ja, haben halt solche Bändchen und der Schuh ist so bequem, Leute. Das war's mit meinem Haul und auch, dass mein Bruder das erraten hat. Nicht erraten, warum sage ich erraten hat, sondern Noten von 1 bis 6 gegeben hat. Und ja, wie findet ihr, hat mein Bruder das benotet? Also hat er das zu Recht benotet oder würdet ihr sagen, ja, dass ihr mir eine bessere Note geben würdet als mein Bruder? Und ja, findet ihr, mein Bruder hat das gut gemacht, ja oder nein? Also stimmt mal hier ab oder beziehungsweise schreibt es in die Kommentare. Und ich bin so aus der Puste. Ich glaube, man sieht, wie rot ich einfach bin. Weil es ist einfach so anstrengend, so ein Video einfach zu drehen. Also auch das anstrengend. Doch. Und ja, das war's mit dem Video. Und folgt mir auch auf Instagram und so. Und abonniert auch meinen Kanal, damit ihr auch solche Videos nicht mehr verpasst. Und auch die Glocke aktivieren und so. Und Daumen nach oben geben. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Und folgt mir auch auf TikTok. Ciao!